Hallo und herzlich willkommen zum ersten Modul des Tutorials zum Programm PaintNet. PaintNet ist ein ganz tolles Grafikprogramm, das es gratis herunterzuladen gibt, dann auf Windows-Oberfläche läuft. Und es ist deswegen so toll, weil zum ersten ist der Einstieg sehr einfach. Man lernt eine ganze Menge intuitiv und ganz leicht. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, stellt man fest, dass dieses Programm sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viele Werkzeuge bereitstellt. Ja, und das Ganze für umsonst. Und damit steigen wir auch gleich ein. Und wir schauen uns mal die Oberfläche ein bisschen genauer an. Wenn ihr das Programm dann mal gestartet habt, dann müsstet ihr ungefähr diesen Bildschirm hier sehen. Das kann ein ganz kleines bisschen anders aussehen, je nachdem, welche Version ihr zum Beispiel habt. Hier habe ich jetzt PaintNet 5.09. Das ist die Version, die etwa aktuell ist im August 2023. Gut, ganz oben, da gehe ich jetzt nicht leer auf ein, Datei bearbeiten, Ansicht, Bild. Ich denke, das kriegt man auch zur Not durch Ausprobieren heraus. Darunter sind ein paar Standardsymbole wie neue Datei, öffnen, speichern, drucken und ein paar andere Sachen. Das Wichtigste ist eigentlich hier links die Werkzeugleiste. Die kann ich auch verschieben, die ist frei beweglich. Und hier sind meine ganzen Werkzeuge zum Gestalten des Bildes. Also ich kann etwa hier auf Pinsel gehen. Und was ihr jetzt seht, wenn ich hier unten andere Werkzeuge auswähle, dann ändert sich hier oben die dritte Leiste. Das sind nämlich die Eigenschaften der Werkzeuge. Also ich gehe jetzt hier auf Pinsel zum Beispiel zum Malen und dann kann ich hier Pinselgröße einstellen, kann die Pinselhärte einstellen, ist jetzt gerade auf ganz weich gestellt, ich stelle mal auf ganz hart. Farbe ist im Moment auf rot gestellt, lassen wir das mal so, ich mache jetzt hier einfach mal irgendeinen Quatsch rein. So, und dann sieht man, das ist jetzt gerade ganz hart. Ich kann aber auch den Pinsel weicher einstellen und vielleicht ein bisschen größer und dann habe ich entsprechend solche Linien hier. Gut, das ist natürlich jetzt reiner Blödsinn. Was ihr auch seht, ist das Bild, das ich gerade gemalt habe, hier oben nochmal als Mini-Bild. Das ist dann eben zum Dateien öffnen und schließen. Weil ich jetzt hier nur Quatsch reingemalt habe, mache ich das einfach mal zu. Dann fragt er mich, ob ich das speichern will. Nee, auf gar keinen Fall. Und kann nochmal neu ein leeres Bild erzeugen. Das geht übrigens auch mit der Tastenkombination STRG N sehr viel schneller. Jetzt tippe ich mal 1280x720 Pixel und habe hier wieder ein Bild. Kann hier auch mal was reinmalen. Dann sieht man oben in Miniaturansicht, weil ich hier mehrere Bilder aufmachen kann. Das heißt, ich mache nochmal eine zweite Datei auf, diesmal mit STRG N. Wieder 1280x720. Und jetzt sieht man hier, jetzt habe ich zwei Dateien, zwischen denen ich hin und her wechseln kann. Das mit dem Kreuz will ich jetzt erstmal nicht mehr. Maß zu. Gut, die Werkzeugleiste habe ich schon gesagt. Im Moment gerade passt jetzt hier die Eigenschaftsleiste zu dem Werkzeugpinsel. Aber wenn ich jetzt hier etwa auf Form gehe, dann habe ich plötzlich eine völlig andere Eigenschaftsleiste, die nämlich hier anzeigt, welche Form ich etwa haben möchte. Da steht jetzt gerade auf Ellipse. Damit kann man Kreise zeichnen. Mache ich das mal. Ui, das ist jetzt ein Kreis mit einer sehr dicken roten Linie. Die kann ich aber auch dünner machen. Und das ist jetzt typisch für PaintNet. Ich kann erst zeichnen und dann die Eigenschaften von dem Objekt verändern. Das heißt, ich kann das jetzt hier ein bisschen kleiner machen. Kann das auch hier anklicken und kann das auf der Tastatur kleiner machen. Liniendicke 5 soll mir auch reichen. Und dann gucke ich mal in das Farbmenü, dieses Fenster hier. Und dann sehe ich, da gibt es zwei Farben. Nämlich Rot und Gelb ist gerade hier eingestellt. Das ist die Primärfarbe, das ist die Sekundärfarbe. Die Sekundärfarbe spielt im Moment gerade keine Rolle, weil ich einen Kreis ohne Ausmalen eingestellt habe. Das kann ich aber auch verändern. Ich kann hier auf gefüllte Form mit Umriss zeichnen. Ups, okay, das war jetzt ein bisschen zu weit. Ich muss mal was rückgängig machen. Mache den Kreis mal wieder weg. Alles rückgängig und zeichne jetzt den Kreis mit Innenlinie. So, und jetzt sehe ich, tauchen die beiden Farben hier auf. Und solange der Kreis hier noch so markiert ist mit diesen Punkten, kann ich alles nachträglich verändern. Das heißt, ich kann die Liniendicke größer machen. Ich kann eine gestrichelte Linie einstellen. Ich kann die beiden Farben verändern, das heißt, ich möchte den Kreis vielleicht nicht in Rot, sondern in Blau haben. Dann klicke ich halt hier auf Blau und ich möchte die Innenfarbe ändern haben, vielleicht nicht Gelb, sondern Grün. Das geht mit der rechten Maustaste. Dann habe ich die Innenfarbe Grün. Ich kann auch Sekundärfarbe und Primärfarbe tauschen. Das geht mit diesem kleinen Symbol hier. Dann ist es genau andersrum. Sieht jetzt ein bisschen schräg aus. So, und dann stelle ich das mal wieder auf durchgängige Linie. Von mir aus können wir das erstmal so lassen. Was ich jetzt noch nicht habe, ist tatsächlich ein Kreis, sondern das ist eindeutig eine Ellipse. Ist auch so nach Gefühl immer relativ schwer einzustellen. Aber es gibt einen Trick, wie ich sofort einen richtigen perfekten Kreis kriege. Ich mache das erstmal wieder hier weg, rückgängig. Also die ganzen Änderungen sind auch alle dabei. So, jetzt ist es rückgängig gemacht. Wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, das ist die Taste für die Großbuchstaben. Ich tippe die Shift-Taste und ziehe nochmal eine Ellipse. Und jetzt, ihr seht schon, es kann nur ein perfekter Kreis werden. Klappt übrigens auch genauso mit Quadrat zum Beispiel. Also wenn ich hier auf Rechteck gehe, dann kann ich im Allgemeinen ein Rechteck ziehen. So, komm, jetzt machen wir das mal lieber in Rot und Gelb, dass man ein bisschen anders aussieht. Ein bisschen dünner. Aber es soll ein Quadrat werden. Mache ich das nochmal weg, rückgängig. So, jetzt habe ich Rot und Gelb wieder verloren. Oder Rot und Gelb nochmal einstellen. So, und jetzt tippe ich dabei die Shift-Taste und dann kann es nur ein Quadrat sein. Das Schöne ist, solange das noch markiert ist, kann ich es überall hinschieben, wo ich es gerne haben möchte. Also ich nehme jetzt zum Beispiel das Quadrat, ich schiebe das hier hin. So genau da drauf. Und dann kann ich hier unten auch die Größe nochmal nachträglich ändern. Anfassen. Jetzt kann es übrigens auch zum Rechteck werden.
Das will ich aber gar nicht. Ich will, dass es ein Quadrat bleibt. Ich mache das nochmal rückgängig. Und deswegen tippe ich auch hier wieder die Shift-Taste und ziehe dann an der Ecke. Und jetzt kann es kein Rechteck werden, sondern nur ein Quadrat. Und so kann ich zum Beispiel das Quadrat genau in diesen Kreis hier einpassen und habe eine ganz interessante Form gewonnen. Ebenfalls noch interessant ist die Linie hier. Dann kann ich Linien ziehen. Auch hier nachträglich die Eigenschaften verändern. Ich mache meine schwarze Linie. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen reinzoome, das geht entweder hier unten mit dem Plus und Minus, relativ grob, geht etwas besser mit Steuerung und Mausrad. Dann kann ich hier relativ schnell reinzoomen. Vor allen Dingen geht es auch dann da rein, wo ich gerade mit dem Mauszeiger bin. Das heißt, wenn ich hier auf die Ecke zoome und jetzt drehe ich am Mausrad und tippe die Shift-Taste, dann bin ich da auf der Ecke. So, jetzt habe ich das Ganze hier schon als feste Linie gemacht. Ich möchte die aber noch ein bisschen verändern. Also mache ich hier wieder rückgängig. Jetzt ist die Linie variabel. Also ich kann zum Beispiel verändern, dass am Anfang und Ende nicht so gerade Ecken sind, sondern zum Beispiel Pfeilspitzen, beide Ecken. Oder auch abgerundete Ecken, das ist noch ein anderer Fall. Dann gibt es noch danach abgerundet. Das sieht man besser, wenn ich jetzt hier mal reinzoome. Dann habe ich so ein rundes Ende statt wie vorher so ein eckiges Ende. Und jetzt kommt noch ein Angebot, das finde ich ganz besonders schön. Nämlich hier sieht man vier blinkende Punkte. Und das bedeutet, ich kann diese vier blinkenden Punkte verschieben und kann damit auch beliebig gekrümmte Linien anpassen an meinen Kreis. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, so ein Yin-Yang-Symbol etwa hinzubekommen, kann ich hier den Punkt da hinsetzen, den vielleicht dahin, den dahin und den dahin. Das ist jetzt nicht perfekt, aber sieht schon ganz gut aus. Der Pfeil ist natürlich da hinten auch falsch. So, und dann habe ich hier die Yin-Yang-Linie. Und wenn ich dann Enter drücke, ist es gesichert. Auch hier hat die Shift-Taste noch eine Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel eine genau horizontale Linie hinzukriegen, dann ist wieder so nach Gefühl, ne? Kann in alle Richtungen gehen. Vielleicht ist es nicht ganz genau horizontal, aber wenn ich die Shift-Taste drücke, ja, kann es nur ganz horizontal gehen oder in mehreren Sprüngen dann halt. Hier haben wir jetzt genau zum Beispiel 45 Grad, geht auch. Oder eben senkrecht nach oben, aber ich habe halt eben nicht diese freie Auswahl wie ohne Shift-Taste. Und jetzt kann ich das hier ziehen und dann sehe ich auch, die habe ich gar nicht so gut gezogen. Ist jetzt aber auch egal. Ja, ich denke, das sollte reichen für das erste Modul. Ist ja erstmal zum Kennenlernen. Wenn du noch mehr Funktionen von PaintNet kennenlernen möchtest, ich lade jetzt im Laufe der nächsten Tage weitere Module hoch, indem ich dir noch mehr zeige, was die Software alles kann. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß beim Zeichnen der eigenen Bilder, viel Vergnügen und bleib dran. Wir sehen uns. Mach's gut und tschüss.